Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich sehr, dass Sie bei dem wunderschönen Wetter heute dabei sind. Mein Name ist Friederike Rieder und mein Gast fürs heutige Webinar ist Professor Markus Schögel. Markus Schögel ist Direktor an unserem Institut für Marketing. Ja, Marketing, wie können wir auch online erfolgreich sein, wenn wir vielleicht vorher noch nicht online waren? Viele von uns haben das Glück, dass wir im Homeoffice arbeiten können und dürfen, aber das ist natürlich nicht für alle möglich, gerade wenn es um den stationären Handel geht, vielleicht um Restaurants. Ich freue mich sehr, dass Markus uns da einige Tipps geben wird. Herzlich willkommen, Markus. Magst du dich per Video und Audio zuschalten? Und Giulio Prina ist als technischer Support dabei, wenn Sie sich wundern, wer da noch als Name eingeblendet ist. Also Markus, the floor is yours. Okay, guten Morgen, grüß Gott an alle. Viele Grüße aus dem Homeoffice. Nein, ich sitze nicht in der Bibliothek. Ich versuche hier die besten Zoom-Funktionen zu nutzen, damit nicht irgendwie die Knirps hinten ins Bild läuft oder der Knirps, sondern wir uns den ganzen Inhalt widmen können. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Und ein Spontanthema so ein bisschen zu diskutieren und aufzeigen zu können, was sich in der letzten Zeit angebahnt hat, vor allen Dingen im praktischen Umfeld. Und jeder von Ihnen wird es gesehen haben, es sprießen überall Direktgeschäfte und Direktlieferungen aus dem Boden. Und wir haben das eigentlich aufgenommen, nicht weil wir gesagt haben, wir wollen was zum Coronavirus sagen, sondern wir sehen einfach wirklich praktische Herausforderungen, die Unternehmen momentan haben, wenn sie versuchen, direkten Kundenkontakt aufzubauen, eben weil es einen Lockdown und ein Social Distancing gibt. Und wir haben jetzt zuerst Analysen gemacht und uns um ein paar Dinge gekümmert und versucht, zuerst Anweisungen und Hilfestellungen und Gestaltungsregeln zu formulieren, auf was man achten muss, wenn man über diese direkten Geschäfte redet. Ich blende mal hier ganz kurz den Foliensatz ein. Wir haben dazu erarbeitet bei unserem Institut jetzt einmal eine Fragenliste, eine Checkliste. Das sind 7 Fragenkreise, A7 Fragen, also 21 Fragen fürs Direktgeschäft und haben das eigentlich abgeleitet aus einer qualitativen Studie von explorativen Cases, die wir erhoben haben in den letzten Tagen, die wir uns angeguckt haben und haben das zusammengefasst auch in einem Foliensatz. Das läuft bei uns zu dem Digital Marketing and Sales Monitor. Das werden wir alles zur Verfügung stellen und im Nachgang auch gerne zuschicken, dass es da so ein paar Dokumentationen gibt. Ich würde gerne die ersten 30 Minuten des heutigen Webinars nutzen, um vielleicht ganz kurz noch ein paar Sätze zu sagen. Was sind eigentlich direkte Geschäfte oder Direct Distributions, wie wir es häufig nennen? Was ist darauf aufbauend so ein bisschen die aktuelle Lage mit dem Social Distancing und dem Lockdown? Was beobachtet man, was wirklich dann auch in Handel und Gastronomie und auch bei Herstellern funktioniert oder angebahnt wird? Und wo auch ein paar Herausforderungen liegen, dann ganz kurz darauf eingehen, in dem Überblick über die Checkliste zum Aufbau von diesen direkten Geschäften, die wir versucht haben zu initialisieren, beziehungsweise dann auch zu versuchen, so ein bisschen über die Ergebnisse zu philosophieren, was so die kritischen Erfolgsvariablen sind, was wir momentan sehen. Das ist jetzt noch nicht in der hundertprozentigen Tiefe, wie man das bei einer Langzeitstudie sich angucken würde. Wir werden dem Thema auch weiter nachgehen. Aber wir sehen so ein paar Erfolgsvariablen, die, denke ich, auch helfen, das ganze Thema so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Fazit und Ausblick nach circa 30 Minuten. Dann ist da noch eine Folie, eine Frage, die ich stellen möchte, beziehungsweise dann können wir uns gerne in die Q&A begeben und dann gerne auch noch offene Punkte oder auch eigene Erfahrungen mit einbeziehen, die von Ihrer Seite von Relevanz sind. Ich würde mal starten mit den direkten Geschäften. Ups, was sind direkte Geschäfte? Und das, was Sie hier sehen, ist eigentlich zusammengetragen aus früheren Forschungen, was wir in dem Bereich schon gemacht haben. Und direkte Geschäfte, darunter verstehen wir eigentlich einen direkten Vertriebsweg zum Kunden aufzubauen, beziehungsweise einen direkten Kundenkontakt zum Kunden zu nutzen und diese direkten Geschäfte entweder über eine Home Delivery aufzuziehen, beziehungsweise dem Kunden die Leistung auch auszuhändigen. Dieses Takeaway-Thema hört sich immer so schräg an. Dieses ganze Pick-up-Thema und Takeaway-Thema ist aber gerade in den letzten Jahren immer sehr viel wichtiger geworden. Gerade im stationären Einzelhandel ist es eine perfekte Ergänzung zum eigentlichen Selbsteinkaufen, um das Ganze auch anzugehen. Das geht ein bisschen die Informationstechnologien, die wir als Enabler nutzen. Ein wichtiger Punkt, den Sie sehen, ist der zweite, dieses Leistungssystem aus attraktiven Produkten und Dienstleistungen. Das ist ein ganz essentieller Punkt, den wir immer mehr sehen. Man muss ein Verständnis dafür haben, dass man nicht mehr nur ein Produkt oder eine bestehende Leistung anbietet, sondern man erweitert sein Leistungsspektrum. Und deswegen sind auch die Erwartungen der Kunden auch hier. Da kommen wir aber später drauf. Es geht um verschiedenste Kommunikationskanäle und Touchpoints.
Es hat auch viel mit Wirtschaftlichkeitsvorteilen zu tun. Das hat in der momentanen Situation vielleicht nicht die große Bedeutung. Das kriegt es aber dann mit der Zeit schon, weil man ja auch gucken muss, dass das mit dem Deckungsbeitrag stattfindet und nicht nur Happy Delivery ist. Und natürlich hat es mit Vorteilen zu tun, die an den Kunden erstmal geliefert werden müssen, wie Leistungspreis oder auch Bequemlichkeits- und Prozessvorteile, die der Kunde auch sucht. Und alle, die jetzt da vor dem Gerät hier sitzen und sich denken, na, was ist denn da dran neu? Da kann ich einfach nur beipflichten, so viel Neues ist da gar nicht dabei, weil es gibt maßgebliche Beispiele. Einige davon sitzen auch im Zuhörerraum, im Zuschauerraum. Und einige von Ihnen werden Hilti auch nicht mehr hören können. Aber das ist leider an der HSG so, da kommen Sie an den Hiltis nicht vorbei. Ich halte das auch für richtig. Weil wenn wir uns die angucken, die hier aufgeführt sind, wie Avon, die mal angefangen haben mit Kosmetika an der Haustür, die später dann in die Büros, in die Büroetagen der Hochhäuser in den amerikanischen Metropolen gegangen sind und dort sehr erfolgreich Kosmetik verkauft haben, bis hin zu Dell mit seiner Direct Distribution im E-Commerce quasi den ganzen PC-Markt revolutioniert hat. Aber auch so Geschichten wie Dieci, den Pizzakurier, den ich gestern Abend noch genutzt habe. Das ist alles nichts Besonderes. Wunderschön auch immer der Weiser Depositär, die gehören ja inzwischen zu Coca-Cola, das ist ein Direktvertriebsarm, in dem sie nun wirklich alle Getränke vor die Haustür gestellt kriegen. Ich weiß, funktioniert hauptsächlich in der Schweiz. Deutschland werden sie wohl keine Kisten mit Getränken vor ihre Haustür stellen, die sind nämlich möglichst schnell leergesoffen. Aber in den anderen Kanälen sieht man immer wieder, dass diese Direktmethoden eigentlich immer wieder etwas sind, die eigentlich beim Kunden auch eine Attraktivität haben und sicherlich nichts Neues sind, das muss man auch dazu sagen. Wenn man sich die genauer anguckt, was diese Kanäle auch leisten, beziehungsweise was so Merkmale dieser Direktvertriebsunternehmen, dieser direkten Geschäfte sind, dann habe ich das hier mal zusammengestellt, das habe ich mal für meine Vorlesung gemacht und aus verschiedenen Projekten der letzten Jahre zusammengetragen. Und vielleicht nur zwei Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind und auch ganz klar zeigen, dass das eine spezifische Strategie ist, die schon eigene Kompetenzen erfordert. Das erste ist eine überlegene Produktqualität. Keins der Unternehmen, die Sie auf der Vorseite gesehen haben, hat irgendwie ein mittelmäßiges Produkt und verkauft das innovativ und hofft damit den Produktnachteil wettzumachen. Das Kernprodukt muss extrem wettbewerbsfähig sein. Das sehen wir bei Hiti, das sehen wir auch bei den Avon-Produkten, das sehen wir eindeutig bei den Vorwartbeispielen. Aber das hat auch viel zu tun, wenn die Pizza bei Dieci nicht schmeckt, dann bestelle ich die auch nicht. Das ist eigentlich ein No-Brainer, das vergessen aber immer viele sehr schnell, weil sie sich sagen, sobald wir näher an Kunden rankommen, da ist die Leistung nicht mehr so wichtig. Das stimmt aber nicht. Markenaufbau über den direkten Kundenkontakt ist etwas, was diese Direktvertriebsunternehmen sehr, sehr stark macht. Und auch sehr stark im Wettbewerb differenziert, weil sie eben direkten Kundenkontakt haben und die Marke dort sehr viel stärker auch repräsentieren können als über eine klassische Kommunikation. Keine Ausflüge, sehr stark Fokus auf das bestehende direkte Modell, zwar schon neue Kommunikationskanäle aufnehmend, aber das Ganze nicht irgendwie wirklich breit treten jetzt in direkten Modellen oder dergleichen. Eine klare Rollenverteilung zwischen verschiedenen Kanälen. Daraus ergeben sich häufig relativ schwer zu kopierende Strategien, die eigentlich im Gesamtfeld einen Vorteil bieten, den man nur schnell oder nur schwer nachahmen kann. Sorry, ich war gerade abgelenkt von einem Kommentar. Ich hoffe, dass die Folien jetzt sichtbar sind. Die starke Unternehmenskultur, der Klebstoff vieler dieser Systeme, ist die Kultur, die häufig eine ganz starke Ausprägung hat in der Service-Mentalität dieser Unternehmen. Aber das nur mal vorneweg. Denn was tut sich jetzt oder was ist die aktuelle Lage? Und ich glaube, man muss es keinem erzählen. Jeder weiß es, wir stecken alle mittendrin. Wir sitzen alle zu Hause vor den Geräten. Die leeren Straßen, die wir hier sehen oder den leeren Seeweg hier in Zürich, das sind alles Dinge, auf die wir uns einstellen müssen, beziehungsweise mit denen wir umgehen müssen. Das hat natürlich für Unternehmen dann auch eine Bedeutung. Und wenn man sich einfach nur mal anguckt, wie sich die Nachfrage im Warenkorb in den Supermärkten verändert hat, und man hier eine Quelle von McKinsey mal nimmt, um sich anzugucken, was sich dann wirklich nachhaltig momentan in den Kategorien, Verkaufskategorien und Rennern und Pennern verändert hat, dann wundert mich, dass das Klopapier nur mit 23% da steht. Da ist sicherlich die deutsche Lage ein bisschen unterrepräsentiert. Aber es gibt einen ganz klaren Wechsel in den Produktkategorien, die momentan wirklich erworben werden. Das bedeutet schon mal eine Umstellung für viele Händler. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch, gewinnt das E-Food generell an Bedeutung und die Kapazitätsengpässe, die wir heute schon sehen, also sie landen bei Lushop heute chronischerweise in der Warteschlange. Bei MyFoodie sind sie vollkommen ausgebucht bis Anfang April und ich glaube, bei der Coop läuft auch gerade nicht viel an neuen Terminen. Dann sehen Sie hier schon, dass da wirklich neue Wachstumspotenziale vorhanden sind, die sicherlich für die Unternehmen einen großen Vorteil bieten.
In den Vereinigten Staaten, das kam gerade gestern über die Ticker, auch hier Dominik Locher, nochmal danke für den Post auf LinkedIn, dass fast ein Drittel aller amerikanischen Haushalte schon mal online bzw. für Home Delivery online geshoppt haben im letzten Monat. Das weist schon darauf hin, dass da größere Veränderungen auf uns zukommen, die vielleicht nicht nur durch die Krise jetzt angetrieben werden, sondern die wahrscheinlich auch da sind, um zu bleiben. Und dementsprechend auch die Restaurant-Apps werden immer populärer, einmal über die App oder die Website, beziehungsweise dann neue Lieferoptionen wie eine kontaktlose Lieferung wird relativ zentral, beziehungsweise bedeutet neue innovative Formen. Aber vor allen Dingen wirklich neue Formen des Umgangs und des Kontakts. Und jetzt so eine kleine Quizfrage vielleicht mal an alle, die Lust daran haben, da teilzunehmen. Wenn man sich jetzt so fragt, nicht welche Produktkategorien haben online am meisten gewonnen, sondern wenn wir uns einfach mal fragen, welche am meisten verloren haben, dann müssten Sie eigentlich jetzt die Chance haben, an einem Quiz teilzunehmen, wo wir mal testen können, wie gut wir eigentlich da in der Einschätzung liegen, welche dieser genannten Märkte da besonders verloren hat oder wer da eigentlich der größte Verlierer, der Biggest Loser in dem Feld durch Covid-19 geworden ist in den letzten Wochen. Und ich würde mich freuen, wenn wir darüber abstimmen könnten. Da haben wir vielleicht so ein kleines Game dabei, was noch hilft, das Ganze ein bisschen anzureichern. Gamification ist ja auch etwas, was wir immer sehr gerne haben. Müsste eigentlich eingeblendet sein. Ich sehe jetzt hier Tourismus, Luxus, Tourismus, Events, Tourismus, Luxus, Tourismus, Tourismus, Schmuck und Uhren. Ja, das geht schon fast alles in die richtige Richtung. Momentan kann ich noch nicht viel sehen in der Gesamtdarstellung, aber ich sehe so, die Kosmetik wird genannt, die Events werden genannt. Naja, das liegt schon relativ deutlich auf dem, was auch das wirkliche Bild wiedergibt. Klar, die Events sind riesig dabei, der Tourismus auch. Ich würde mal rübergehen und versuchen, Ihnen zu zeigen, was da neulich über den Ticker kam und was dann auch wirklich dort alles passiert ist. Und dann sehen Sie hier, Sie liegen extrem gut mit dem ganzen Unterhaltungsthema. Der Luxus verliert extrem, die Uhren verlieren und vor allen Dingen natürlich auch der Tourismus. Aber was ich ganz spannend finde, dass alleine der Konsum von Medien zurückgeht, beziehungsweise auch die Kosmetik. Ein bisschen was für Sportsequipment fand ich sehr spannend. Aber wenn man sich das genau anguckt, wer dann auch gewinnt, dann haben wir fast so eine kleine Diskussion am Institut gehabt, ob das nicht wirklich eine tiefere Stufe der Maslow'schen Bedürfnispyramide auf einmal darstellt, wo es um Dinge geht, die eigentlich gar nicht mal so weit von unseren Grundbedürfnissen entfernt sind. Und dementsprechend denke ich, ist das im Verhältnis schon ein echter Shift, auf den sich die Unternehmen auch nachhaltig einstellen müssen, beziehungsweise auf den wir reagieren müssen. Und die letzte Option, die aber von vielen konsequent genutzt wird, ist halt, wenn wir schon Covid-19 haben und die Geschäfte werden dicht gemacht und die Frage, ob wir Kundenkontakte über generieren können und was schaffen können, überhaupt die Home Delivery oder den Takeout offen zu halten, dann sehen Sie hier, dass so einigen dann einfach die eine simpelste Methode eingefallen ist, wir machen einfach zu und hoffen, dass das möglichst schnell vorbeigeht. Ist vielleicht eine komfortable Position, vielleicht ist es aber auch nur eine Position, die aus einer gewissen, wie soll ich sagen, aus einer gewissen Frustration heraus, beziehungsweise aus einer Unkenntnis heraus entsteht. Das kann ich mir bei McDonald's fast nicht vorstellen. Aber die haben mit der Home Delivery über Jahre schon größere Probleme gehabt. Ob die den Markt dann auch wirklich so bedienen könnten, ist eine andere Frage. Aber diese Last-Mile-Delivery für viele ist halt schon wirklich eine Herausforderung. Andererseits, wer das gesehen hat im Tagesanzeiger am Wochenende, dann sehen Sie eine Vielzahl von Angeboten, die da auf der grünen Wiese sprießen und es werden täglich mehr. Das ist eine Website, auf der können Sie immer nachgucken, was für neue Services aufgemacht haben. Und da gibt es nun wirklich alles, was man sich vorstellen kann, wird auf einmal online angeboten. Und das ist sicherlich auch aus der Not geboren, gar keine Frage. Nur die Frage ist, ob das auch richtig angegangen wird und ob man dort dann auch auf der richtigen Schiene ist, wenn man sich sagt, jetzt machen wir ein Takeout oder versuchen das Zeug oder die Produkte auch direkt an den Kunden zu liefern. Und da fängt für uns eigentlich die Challenge an, wenn man sich dann nämlich anguckt, was die Medien auch so ein bisschen kommunizieren und man sich fragt, gibt es denn da schon Hinweise, ob es was mit Hilfestellung gibt und dergleichen. Da gibt es einen schönen Artikel gestern im Manager-Magazin, der eigentlich sagt, was Kunden in Krisenzeiten brauchen. Der sagt nichts anderes, als dass Technologie zwar schön ist, aber eigentlich will der Kunde auch einen positiven Kundenkontakt haben, beziehungsweise will es schaffen,
persönlich angesprochen zu werden mit einer eigenen Person im Callcenter oder dergleichen, was sicherlich richtig ist, aber sicherlich auch nicht für alle Märkte zutrifft. Dann gibt es Tipps, wie man E-Commerce aufbaut und nicht aufbaut, sondern E-Commerce richtig betreibt. Das ist für Profis ganz toll, was da in Horizonte steht. Das hilft aber nicht wirklich, um den Kunden wirklich nachhaltig zu bedienen, wenn man gerade mit dem Thema anfängt. Oder wenn man sich einfach auf einer Beginnerstufe oder einer Einstiegsstufe befindet. Online-Marketing-Rockstars berichten, wie man in Corona-Zeiten wunderbar über Instagram verkaufen kann. Das ist wunderbar. Die Frage ist nur, wie sie die Konversion dann wirklich zum Kauf machen, über welche Telefonnummer oder wie dann auch der Kontakt und der Dialog stattfindet. Das ist sehr lustig, weil Instagram ist schön, um Fotos anzugucken, aber einen Dialog oder eine Interaktion wirklich nachhaltig auszubauen, da brauchen wir noch ein paar andere Medien für. Und das hat halt bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, lasst uns mal gucken, was sind denn so die grundsätzlichen Optionen, die Unternehmen haben, wenn sie sich jetzt wirklich in diese neuen direkten Geschäfte bewegen. Und für uns sind eigentlich die Unternehmen aus den Branchen, die wir dort links sehen, schon diejenigen, über die wir reden müssen. Aber die Frage ist, aus welcher Distributionsform oder aus welchen Kanaltypen kommen die eigentlich? Und die meisten starten halt mit ihren stationären Vertriebswegen. Wenn dieser Kanal nun wirklich relativ dezimiert wird, beziehungsweise fast geschlossen wird durch gesetzliche Regelungen für eine gewisse Zeit, dann muss man sich überlegen, was es für andere Alternativen gibt. Und dann haben wir auf der einen Seite hier solche Beispiele wie den Netzwerkvertrieb, also eine Anbieterinitiative und ein Hohlprinzip. Das ist jetzt kein Multilevel-Marketing in dem Sinne, sondern das ist vor allen Dingen eine Option, die den Kunden eigentlich im sozialen Umfeld bedient. Also im schönsten Fall ist es eine Tupper-Party, wo man mehrere Menschen zusammenkriegt. Gerade in der momentanen Situation nicht unbedingt das, was man sich vorstellen kann, wenn wir über Social Distancing reden. Das Zweite wäre, dass man den Kunden halt zu Hause besucht und jemanden an die Türklinke putzen lässt. Auch das wird schwierig, weil es wieder mit dem sozialen Kontakt zu tun hat und in der Schweiz noch eine besondere Komponente hat, weil man dort vom Kunden eingeladen werden muss, um diesen Direktvertrieb, diesen Direktkontakt zu machen. Das ist relativ umständlich, weil das Haustürverkaufsgesetz in der Schweiz relativ komplex ist. Also bleibt eigentlich nur der Homeshopping-Vertriebsweg und im ersten Schritt halt ein Takeaway oder ein Takeout und das dann weiter auszubauen und die logistische Kette dann quasi bis zum Kunden zu führen. Und darüber reden wir eigentlich, wenn wir über die strategischen Optionen reden, die wir haben. Und das haben wir uns jetzt näher angeguckt in unserer Checkliste beziehungsweise unseren Digital Marketing and Sales Monitor, wo wir also jetzt in den letzten Wochen, seitdem der Lockdown passiert ist, mit verschiedensten Unternehmen Kontakt hatten, die uns auch persönlich angesprochen haben beziehungsweise bei unserem Institut nachgefragt haben, wie gehe ich am besten vor, was gibt es für Möglichkeiten, was sind Alternativen, auf was muss ich achten, was ist eine schlaue Kommunikation, was muss ich als Service bieten und, und. Und wir haben eine Marktbeobachtung dann gestartet und versucht, eigentlich mal so einen Überblick zu kriegen, was sich da in der Schweiz abspielt, wer da aktiv ist. Und es ist ein freier Wuchs von Blumensträußen an verschiedensten Stellen, denen wir eigentlich dann versucht haben zu helfen, indem wir gesagt haben, wir stellen euch mal die 7 wichtigsten Fragenbereiche zu, die ihr euch beantworten müsst, wenn es darum geht, wirklich erfolgreich in diesen Direktkontakt mit dem Kunden zu kommen. Wir haben das dann versucht zu überprüfen mit verschiedenen Direktgeschäften, die wir analysiert haben. Hier sehen Sie so ein paar Namen, um die wir uns gekümmert haben, die wir uns ein bisschen näher angeguckt haben. Das ist ganz klar noch keine richtige Stichprobe. Das sind erste, ich sag mal, explorative Ansätze, die wir gefunden haben, aber die sehr vielschichtig sind, aber die auch sehr spannend sind in dem, was die Unternehmen dort tun. Da gehe ich gleich drauf ein. Insbesondere vor allen Dingen auch, weil da wirklich unterschiedlichste Ansätze auch zum Tragen kommen und komischerweise so in den ersten Wochen ganz gut auch funktionieren. Und daraus haben wir dann den Monitor gemacht. Wie gesagt, die Gesamtunterlage stellen wir euch dann Ihnen dann zu. Die können Sie dann im Nachgang, kriegen Sie die zugeschickt, als Link mit der Präsentation auch und der Checkliste, die wir da entwickelt haben. Und wir sind eigentlich auf 7 Fragen gekommen, die jetzt einige vielleicht gar nicht mal so verwundern und jetzt auch sagen werden, das ist ein No-Brainer. Ja, das ist absolut so. Ist keine Rocket Science dahinter, das muss man auch immer wieder sagen. Aber das sind die Fragen, mit denen wir den Unternehmen in den meisten Fällen immer diskutiert haben. Und wir vor allen Dingen immer wieder festgestellt haben, dass die Fragen, so banal sie sind, so wichtig sie sind. Also für welche Kunden will ich mit welchen Leistungen, in welchen Märkten und welchen Partnern, mit welcher Botschaft, in welchen Kanälen und welchen Modifikationen auch über den Zeitablauf eigentlich aktiv werden. Und wir haben versucht, über diese Fragen eigentlich eins hinzubekommen. Einmal Gestaltungsoptionen aufzuzeigen, beziehungsweise auch aufzuzeigen, was man unbedingt nicht vergessen sollte, beziehungsweise auch in einer gewissen Form so ein bisschen das Denken der Entscheider in die Richtung zu lenken,
dass es hierbei nicht darum geht, einfach das Bestehende irgendwie jetzt more of the same zu machen, sondern teilweise auch wirklich Innovationspotenziale vorhanden sind. Das werden Sie gleich sehen, wenn ich Ihnen so ein paar Cases zeige. Da sind echt ein paar Sachen dabei, die sind super spannend und die sind auch kreativ, beziehungsweise zeigen auch neue Dimensionen auf, wie weit das Ganze gehen kann, wenn man es richtig anfasst. Ich würde das jetzt einmal versuchen durchzugehen mit ein paar Beispielen, um auch die Fragen anzugehen, um so einen leichten Überblick zu geben, was sich in dem Feld tut, beziehungsweise auf was man achten sollte. Und der erste Schritt ist halt, für welche Kunden wollen wir eigentlich unterwegs sein? So einfach sich das anhört, so sehr gibt es für mich dahinter immer die Frage, macht es denn Sinn, sich auf bestehende Kunden einzurichten oder sollte man nicht vielleicht an Nichtkunden denken? Und was wir festgestellt haben, was immer wieder sehr implizit bei den meisten anfällt, ist klar, wir wenden uns an unsere Stammkunden. Das macht sicherlich Sinn, aber sind die Stammkunden diejenigen, die man mit so einem Direktgeschäft beliefern will und bei denen gleich mal erst irgendwie in die Pfanne hauen will, weil man den Service nicht richtig hinkriegt? Denn diese Kunden sind die anspruchsvollsten. Natürlich werden die momentan nachsichtig sein in der Zeit der Krise und dergleichen. Aber trotzdem als Stammkunden, die sofort ansprechen, da muss man sich schon im Klaren sein, dass man das richtig wuppt. Das Zweite, Interessenten und Gelegenheitskunden sind etwas, die ich nicht unterschlagen würde, weil sie im regionalen Umfeld wahrscheinlich mit einer guten kommunikativen Ansprache an Kunden auf einmal rankommen, die sie vorher vielleicht gar nicht auf dem Plateau hatten oder nicht unbedingt auf ihrer Prioritätenliste standen. Genauso wie Nichtkunden, die wahrscheinlich sich in anderen Feldern ausprobiert haben, frustriert sind, und frustrierte Kunden kann man relativ schnell begeistern. Und so denke ich, dass das doch schon einiges bringen kann, sich auch im Direktgeschäft weiterzuentwickeln. Natürlich sind Stammkunden der Sockel eines Unternehmens und sollten proaktiv informiert werden. Herr Jäggi, Sie haben da vollkommen recht und ich möchte die auch nicht unterschlagen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, man kann auf verschiedene Perspektiven auf diese Kundenstamm zugehen und sollte nicht von vornherein immer hingehen und alles immer sofort auf den Stammkunden ausrichten. Vielleicht macht ein Friends and Family Test auch vorher noch Sinn, bevor man sich wirklich auf die einlässt. Aber das können wir gerne nachher nochmal diskutieren. Ich denke, die sollte man nicht außen vor lassen, aber da muss man auf jeden Fall einen Blick drauf haben. Mir ist wichtig, dass Sie sich bewusst für eine Kundengruppe entscheiden, um dann auch das Angebot auch richtig zu stricken. Denn es ist, wenn wir uns das angucken, hier der alte Löwen hier in Zürich, der hat ganz klar gesagt, wenn ich ein Takeaway mache, dann mache ich das vor allen Dingen für bestehende Kunden und Interessenten in meinem regionalen Umfeld, weil da kann ich am schnellsten irgendwie ein Geschäft aufbauen. Die kennen mich, die kennen meine Ware, die kennen meine Leistungen. Und die werden uns schon sowieso vermissen, also werden wir denen helfen, dass das Essen auch zu Hause schmeckt oder im Büro und nicht nur im Alten Löwen im schönen Biergarten. Das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe. Da ist fast dasselbe Geschäft momentan rausgekommen wie vor der Corona-Krise, vor dem Lockdown. Also das ist echt ein Beispiel, wo man sagen muss, Stammkunden klar als erste beliefern und dann gucken, dass das auch funktioniert. Mit welchen Leistungen? Aus meiner Sicht etwas, wo auch die Frage nach den Leistungen für viele Unternehmen, die gucken einen dann immer wie ein Fragezeichen an, aber vergessen dann eins, und das ist mir sehr wichtig in dem ganzen Spiel. Natürlich muss ich mich darauf konzentrieren und fragen, welche Produkte ich direkt anbieten will. Und dabei muss ich mir im Klaren sein, welche Produkte besonders erfolgreich beim Kunden sind, besonders beliebt sind. Aber das reicht nicht. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, jetzt produziere ich das, was jeder haben will. Das ist ein goldlamierter Burger, der kostet mich mit einer Marge von nur 5% extrem viel, aber bringt mir keine Profitabilität. Ich muss genauso gut wissen, welche Produkte mir wirklich ein profitables Geschäft bieten. Sind es die Getränke, wie es im deutschen Markt üblich ist im Restaurantbereich, oder sind es auch ein paar Produkte im Speisenbereich, die wirklich auch die Renner sind und die auch wirklich dann im Abverkauf wirklich was bringen? Und welche Produkte, sorry für den Tippfehler, Produkte ist auch ein ganz tolles Wort, welche Produkte ich anbieten will, mache ich eine Gesamtkarte, die ich eigentlich nur aus dem Restaurant übernehme, biete ich das gesamte Sortiment meines Unternehmens an oder fokussiere ich mich in dem Teil? Und last but not least auch die Frage, lassen sich vielleicht attraktive Bundles zusammenstellen, in denen ich bestimmte Produkte und Services zusammenführen kann? Und ich will jetzt nicht unbedingt immer das Happy Meal bemühen bei McDonald's, aber da ist dann teilweise auch eine Marge drauf, die dann ganz lecker sein kann, wenn man gute Bundles auch stricken kann. Der zweite Bereich, der extrem wichtig ist, ist das Verständnis, dass es gar nicht mal um das Produktprogramm selber geht, sondern Sie, wenn Sie dieses Direktgeschäft aufbauen, ein Dienstleister werden, der einen Service bietet. Der Service heißt, Sie gehen hin und liefern oder stellen etwas zur Abholung bereit. So banal sich das anhört, so wichtig ist es zu verstehen, dass der Kunde damit einen anderen Anspruch an ihr Geschäft hat als bisher.
Wenn das vorher ein Geschäft war, wo der Kunde reinkam und sie ihn im Laden bedient haben, ist das eine ganz andere Interaktion als die, die jetzt abläuft. Und der Kunde hat dort andere Ansprüche. Und da geht es um die Frage, wie erfolgt die Bestellung? Wenn ich telefonisch bestelle, lande ich in der Warteschleife? Wie schnell werde ich bedient? Wie schnell kriege ich einen Termin? Wo ist der Pickup-Point? Habe ich ein Lieferfenster? Wann bekomme ich das Ganze geliefert? Kriege ich das Ganze überhaupt nach Hause oder ist es besser, dass ich es abhole? Bis hin zu den Fragen, gibt es eine Liefergebühr, machen wir einen Discount? Wie sieht das Ganze aus? Und das ist nicht zu vernachlässigen, nicht einfach nur deswegen, weil Sie neue Leistungen anbieten, für diese Geld nehmen können. Nein, damit steuern Sie die Erwartungen Ihrer Kunden extrem. Und dieses Verständnis, dass es um Produkte und Service geht, das ist essentiell für diese Direktgeschäfte und das muss man verstehen. Wenn Sie das additiv veranstalten, dann haben Sie immer das Problem, dass eins nach hinten runterkippt. Und Sie haben es vorhin gesehen bei der Beschreibung der Leistungen, die wir da haben, bei den Direktgeschäften. Die Kernleistung muss weiterhin top sein, sonst kommt keiner bei Ihnen vorbei. Wer will eine mittelmäßige lauwarme Pizza zu Hause essen, wenn er nicht den Service hat, wenn er dabei einen exzellenten Service hat? Und andersrum, wer will eine super Pizza, die aber nicht bei mir zu Hause ankommt, weil der Kumpel die Hausnummer nicht findet. Alles schon da gewesen, zur Genüge. So, um mal zu zeigen, wie weit diese Innovationen in dem Bereich gehen, wenn ich über die Leistung rede, dann ist das hier ein Beispiel aus Berlin, das abholscheiter.de und das ist ein Unternehmen aus Berlin, die eigentlich im Eventbereich arbeiten, aber deren Eventflächen momentan leider brach liegen und diese Eventflächen jetzt nutzen, um von dort aus Pickup-Points zu bieten, wo man seine Lebensmittel abholen kann, kontaktlos. Und das Ding ist jetzt seit einer Woche online und hat einen extremen Zuspruch in Berlin, weil die Leute fahren vor, kriegen die Kiste hinten reingestellt und hauen wieder ab. Da sind viele Supermärkte in Berlin wirklich noch nicht drauf gekommen. Das kann an der Berliner Mentalität, ja, einige wissen es, wie meine Landsleute und ich uns teilweise im Service anstellen. Aber das ist wirklich eine Methode, die wirklich hilft, Produkte des täglichen Bedarfs auch zu bekommen. Und Klopapier in Massen und Desinfektionssprays und Handdesinfektionsmittel en masse. Also auch noch im Sortiment attraktive Produkte, die einen Deutschen, die Herzen des Deutschen höher schlagen lassen. Ein anderes Beispiel, wie weit man gehen kann, die Leistung wirklich innovativ zu gestalten, Saks Fifth Avenue, schon seit einer Weile, nicht erst seit der Krise, bietet seine Shopping Assistants online an. Man geht hin und gestaltet Microsites für gute Kunden und berät die am Telefon, welche Produkte dann eigentlich kombiniert werden können und dann direkt bestellt werden können, um dann nicht in den Store zu kommen, sondern 24/7 quasi sich mit einem Personal Shopping Assistant austauschen zu können. Kommt extrem gut an, ist in der Krise 2006 auch schon aufgebaut worden, damals in New York und jetzt ausgerollt worden für ganz Sixth Fifth Avenue als ein Riesenservice, der sehr viel bringt. Oder, wenn Sie sich hier den Service angucken, den inzwischen ein Optiker hier in Zürich bietet, der hingeht und kontaktlos quasi die defekte Brille zu Hause abholt, die Kontaktlinsen per Post zusendet oder am Telefon bei der Wahl der neuen Brille oder Sonnenbrille eine Beratung auf der Webpage stattfindet. Dann sehen Sie, wie weit dieser Service heute gehen kann und wie weit man da auch wirklich Service-Mentalität mit suggerieren kann. In welchen Märkten wäre die nächste Frage, das will ich nur kurz andeuten, weil das aus meiner Sicht etwas ist, auf was man sich einstellen muss, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der notwendigen Kommunikation und des Bekanntheitsgrads, den man erreichen muss. Das Einfachste ist natürlich das regionale Einzugsgebiet, für die, das schon besteht, und sich darauf zu fokussieren. Dann die zusätzlich angrenzenden Regionen erschließen. Das kann auch ganz simpel über einen Flyer passieren, den man auf postalischem Weg einem neuen Postleitzahlenkreis zukommen lässt. Und mal ausprobiert, ob es nicht Kunden gibt, denen der Weg bisher zu weit war und man jetzt mit der Lieferung eines erreichen kann. War übrigens der Startpunkt für Tesco Direct in UK, um zusätzliche Kunden zu gewinnen vor über 20 Jahren. Der erfolgreichsten Heimlieferdienste über Jahre im Bereich E-Food. Setzen wir regionale Schwerpunkte, wollen wir nur Innenstädte oder Ballungsräume hinzunehmen oder will man vielleicht sogar den gesamten nationalen Markt erschließen. Je weiter Sie sich davon wegbewegen im regionalen Fokus, um den Schornstein unterwegs zu sein, heißt das natürlich Auswirkungen auf die Kommunikation und auch die Logistik, die sich dann daran ausrichten müssen. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt und das ist natürlich die Frage, mit welchem Partner mache ich das? Und hier muss man nun leider die alte Debatte um das Make or Buy nochmal bemühen und muss man sich nochmal vor Augen führen, dass eben bestimmte Dinge immer noch nicht gerade immer von einem selber gemacht werden sollten, sondern vor allen Dingen auch
von anderen übernommen werden können. Und da findet man auf einmal in dem ganzen Home-Delivery-Bereich Direktliefergeschäft neben der eigenen Auslieferung, Punkt 1, vor allen Dingen eine Zusammenarbeit mit lokalen Geschäften in der Nachbarschaft. Ich habe es gerade von zwei Buchläden hier in Zürich auch mitgekriegt, wo ich lebe. Buchladen und ein Geschenkeshop, die sich zusammentun und dann nach Hause liefern und sich damit quasi die Kosten in der Logistik sparen, beziehungsweise einen Studenten teilen. Zusammenarbeit mit traditionellen Dienstleistern wie der Post, die mit einer eingespielten Logistik beauftragt werden können und damit quasi nur zugekauft werden. Oder eine Zusammenarbeit mit Startups oder Plattformen, wo man innovativen Geschäftsmodellen teilhaben kann und vielleicht auch dann dort neue Möglichkeiten der Partizipation kennenlernt. Ein schönes Beispiel finde ich die Brotpost. Das ist eine Plattform, die einem eigentlich hilft, dem Bäcker die Produkte, die Backwaren, dem Kunden direkt nach Hause zu liefern. Der Kunde kann dabei ein Abo lösen und damit nimmt man sicherlich vielen lokalen Bäckereien etwas von der Schulter, was bisher das Geschäft nicht so ganz einfach ist und damit eigentlich eine ganz gute Plattform als Startup bieten kann. Oder eben auf der anderen Seite, das finde ich auch noch ganz spannend, kann man auch nur empfehlen, La Résistance. Der Begriff ist vielleicht ein bisschen hart, aber hier geht es darum, dass eine Plattform geschaffen wird für den Takeaway und den Takeout von kleinen Restaurants und kleinen Betrieben im Gastrobereich. In Zürich, bis inzwischen sind sogar einige die ersten Restaurants in der Region St. Gallen mit drin, wo es darum geht, wirklich einfach nur zu zeigen, wer offen hat, welches Sortiment es gibt und von dort aus dann auf die Webpage verlinkt zu werden, um dort die Produkte auch zu finden. Eine ganz schlaue Lösung, um eben auch Traffic zu schaffen und den Traffic dann auch richtig weiterzuempfehlen. Das ist eine Kooperation, die hier im Kreis 6 in Zürich entstanden ist. Ich denke, das ist eine ganz spannende Geschichte für die Möglichkeit, den Kundenzugang auch zu fokussieren. Mit welcher Botschaft ist dann Frage E? Und da geht es mir vor allen Dingen darum, dass man sich im Klaren ist, was kommuniziere ich überhaupt? Und da gibt es den schönsten Bildwuchs. Einfach, ganz simpel, wie wir es jetzt hier links vom alten Löwen hier in Zürich sehen, einfach klar zu sagen, du kriegst jetzt unsere Sachen nach Hause geliefert. Sie glauben nicht, wie schwierig man das auf Flyern oder auch im Netz formulieren kann, dass es der Kunde garantiert nicht findet. Und ich kann immer nur wieder sagen, einfache Botschaften, klar sagen, was man tun will. Und wenn Sie dabei die alte AIDA-Formel Attention, Interest, Desire, Action nutzen, machen Sie das. Die funktioniert bei Menüs und bei Newslettern leider noch. Aber die Frage, wie wollen wir auf unser Angebot aufmerksam machen, was ist die Botschaft? Kriegt der Kunde die wirklich nützlichen Informationen? Steht da die Webpage richtig drauf? Ist eine Telefonnummer wirklich die Telefonnummer, die man anrufen kann? Ist es verständlich, was man überhaupt bekommt? Und ist überhaupt klar gesagt, welche Leistung man hat? Und wie man auch das intern kommuniziert, dass man jetzt in diesen Heimlieferdienst einsteigt? Das sind alles Punkte, die man sich auf jeden Fall ganz genau überlegen muss. Es gibt nichts Schlimmeres, als Sie den Kunden jetzt verwirren und dem nicht klar sagen können, dass Sie noch für ihn da sind. Und vor allen Dingen, dass Sie auch ihm eine Leistung anbieten und nicht nur irgendwie Happy Together da irgendwelche Instagram-Spielchen oder Facebook-Quizzes veranstalten wollen. Da gehe ich mal drüber und komme dann zum Punkt F und komme zu mit welchen Kanälen. Auch da gibt es etwas, was wir momentan sehen. Gucken Sie sich das an, welche Kanäle wir heute nutzen können, um in Kontakt mit dem Unternehmen zu kommen. Smartphone, WhatsApp, Newsletter, dann die verschiedenen sozialen Medien, dann meinetwegen ein Direct Mailing, ein Flyer, den man verteilt, eine eigene App, eine Webpage beziehungsweise ein Callcenter. Was ganz, ganz komisch ist, ist, dass unheimlich viele glauben, dass man auf einmal über Facebook oder Instagram Fotos oder Videos Produkte anbieten kann und dann werden die von alleine gekauft. Was glauben Sie, wie groß die Hürde für einen Otto-Normalkunden ist, zu verstehen, dass man von Facebook erstmal woanders hin muss, um anzurufen oder eine andere Webpage zu haben, um eine Konversion dann wirklich zum Geschäft zu haben? Also ich kann nur empfehlen, ja, soziale Medien, wichtig, um den Kunden zu informieren. Aber denken Sie vor allen Dingen darüber nach, wie Sie einen Direktkontakt zum Unternehmen ermöglichen. Und wenn das das Telefon ist, verdammt noch eins, dann ist es das Telefon und dann ist es vielleicht derjenige an der anderen Seite, der die Bestellung am Telefon entgegennimmt. Lachen Sie nicht, aber in manchen Fällen hilft auch immer noch ein Fax. Man kann es auch trommeln. Aber Sie müssen sich darauf einstellen, dass Sie an den richtigen Stellen sind, wo der Kunde Sie da auch erwartet und wie es für ihn am einfachsten ist. Und ein kleiner Tipp unter uns Kirchenschwestern, vernachlässigen Sie nicht ein Newsletter. Das sind Dinge, die die Kunden, wenn es relevant ist, lesen und die dem Kunden eine unheimlich gute Möglichkeit geben, dann auch verlinkt auf die richtige Seite zu kommen. Und nicht dort sein, wo die Genutzten, wo die Kunden sie nutzen, sondern wo der Kunde auch wirklich einen Touchpoint hat, mit dem er was anfangen kann. Und da kann ich immer nur sagen,
nicht alles probieren, sondern sich fokussieren, aber dort sein, wo die Kunden auch es erwarten, wo man sie auch dann richtig unterstützen kann. Und damit kommen wir zum letzten Punkt und mit welchen Anpassungen. Das sollte auch ein N sein an der Stelle. Und da geht es mir um eins. Wenn Sie sich das angucken, was aus unserer Sicht in den letzten Wochen passiert ist, dann gibt es einige, die doktern immer noch an ihrem Online-Auftritt und an ihrem direkten Geschäft rum. Und dann gibt es einige, die haben es inzwischen so weit, dass sie sagen, wir fangen mal klein an und entwickeln uns dann. Und ich glaube, der Weg der Zweiteren ist der richtige. Mit einem schnellen Angebot, und das sind die Fragen, die Sie auch sehen, das, was Sie links sehen, ist quasi die Idee, die dahinter steht. Starten, daraus lernen und dann weiterentwickeln. Und das wieder als ein Zyklus, einige kennen das von mir, und das immer wieder weitertreiben. Und dieses ständige Üben dessen, was man dort tut, das scheint aus unserer Sicht ein ganz relevanter Faktor zu sein. Und eben mit einem schnellen Angebot bei Friends and Family testen, und dann merken, welche Aufgaben gelöst werden müssen und dann optimieren und dann weitergehen und das Ganze weiterentwickeln. Das halten wir für den richtigen Weg. Die Fellfelds, die kennen Sie vielleicht, Good Food at Work, die Daniela und ihr Mann haben sich vor allen Dingen und das ganze Team darauf eingelassen, eigentlich in den Kühlschrank der Firmen zu liefern von Fellfell. Die fangen jetzt an, eine Home-Lieferung für die Mitarbeiter der Firmen aufzubauen. Die kommen ja nicht an den Kühlschrank ran. Aber das ist ein Weg, da muss man einiges neu gehen, da muss man einiges ausprobieren. Die haben sich aber bewusst selber gesagt, das wollen wir erreichen. Das müssen wir unseren Kunden bieten, damit das auch richtig funktioniert. So, hier einmal im Überblick die 7 Fragen mit den Unterfragen. 21 sind es insgesamt, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Mit denen dann die Gestaltung des gesamten Themas übernehmen. Ich denke, dann hat man wirklich einen ganz guten Raster, ein gutes Framing, um wirklich auch nichts zu vernachlässigen. Was haben wir jetzt festgestellt, was so typische kritische Erfolgsvariablen momentan sind? Und das möchte ich noch ganz kurz aufzeigen, bevor wir dann auch wirklich in die Diskussion gehen. Und ein ganz zentraler Punkt in dem ganzen Spiel ist, und das habe ich eben schon angetönt, aber das widerspricht häufig der Mentalität, wie wir in vielen Fällen denken. Üben, üben, üben ist eine der wichtigsten Geschichten, die man überhaupt haben kann. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann haben Sie heute die Chance, das sicherlich nochmal zu probieren. Jeder versteht, dass man es neu aufbaut. Und keiner wird es Ihnen übel nehmen, wenn Sie versuchen, für Ihre Kunden da zu sein. Gerade die Kundenloyalität wird dadurch gefördert, wenn man zeigt Einsatz und will es besser machen. Und dieses Üben ist eine andere Mentalität, als wie wir es gerne im teutonischen Sprachraum oder im deutschsprachigen Raum haben, in dem es von vornherein 100% besser sein muss. Nur mal 2 Zitate dazu aus unserer kleinen Zitatekiste am Institut, die einfach deutlich machen, worüber wir ja eigentlich reden. Und Thomas Alva Edison, der hat mal so schön gesagt, wieso, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Und das ist ein Erfindergeist. Und dieses Erfinderdenken, das gehört auch dazu, wenn man in solche neue Debatten reingeht. Da muss man sich wirklich daran gewöhnen, dass man Dinge auch anders macht und Dinge dann auch wirklich neu angeht, um dann auch wirklich vorwärts zu kommen. Und das andere Zitat, das ist Number 23, der Chicago Bulls, der gute Michael Jordan, der auch sagt, wenn ich anfange aufzuhören, mich zu verbessern, dann kann ich es gleich sein lassen. Ich habe 9.000 Mal nicht getroffen. Ich habe 300 Spiele verloren. 26 Mal musste ich den letzten Schuss nehmen. Und ich habe immer wieder Mist gebaut. Und weil ich mich trotzdem immer wieder hinstelle und weiter übe, deswegen wird es dann irgendwann auch besser. Und 5-maliger NBA-Champion, davon 3-mal Back-to-Back, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden, von der Mentalität. Der zweite Punkt, der immer wieder in den Diskussionen auftaucht, und das habe ich eben schon gesagt, und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, Sie haben ein Produkt, das nicht mehr nur ein Hardware-Produkt ist, als Unternehmen, was sie anbieten, sondern wir nennen das eine Produkt-Plus-Situation. Und eine Produkt-Plus-Situation heißt, dass sie zusätzlich zu dem Produkt, sei es ihr Sortiment, sei es ihre Speisekarte, sei es ihre Leistungen, sei es ihre Services, was sie ergänzen durch einen Service, durch eine Dienstleistung. Und das ist nach Hause oder irgendwo hinstellen, dass es der Kunde einfach mitnehmen kann. Und das wird Kernbestandteil ihrer Leistung, sonst wird das auch nichts mit dem Geld verdienen. Und wenn Sie nicht verstehen, dass beides zusammengehört und nicht mehr nur das Produkt dazu erzeugen kann, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Das heißt, Sie bewegen sich weg von einem vielleicht produktorientierten oder sortimentsorientierten Geschäft in ein Servicegeschäft und dann kommen Sie nicht mehr dran vorbei, den Kunden glücklich zu machen. Dann ist die Zufriedenheit des Kunden das oberste Gebot. Den Satz im Manager-Magazin, dieses Zitat fand ich ganz spannend. Vielleicht schaffen wir es ja, uns über Wasser zu halten und können sogar noch ein paar Kunden dazu gewinnen. Ja, das ist so ein Punkt, den stelle ich momentan fest bei einigen Restaurants und bei einigen Gastrobetrieben. Und ich meine das nicht böse, aber Sie müssen sich eben vor dem Hintergrund dieses erweiterten Produkts über eins ganz im Klaren sein.
wenn Sie sich einfach nur mal Gastgeber angucken, die wirklich gut in Ihrem Restaurant im stationären Bereich sind und die alles dafür einsetzen, dann sind das sicherlich nicht die, die auch die Lieferhelden sind. Und diesen Widerspruch, den sollte man sich nicht zu klein vorstellen. Sie haben ein anderes Bestellverhalten, was Sie hier in der Mitte sehen. Sie haben eine andere Darbietungsform der Produkte. Das sieht nicht mehr so schön aus wie vorher. Selbst auf Porzellan, wenn Sie es ausliefern, wird es nicht so hübsch rüberkommen. Und dann haben Sie noch einen Kameraden, der das ächzend durch die Gegend fährt. Hier ist es, glaube ich, in Florenz oder Rom. Das ist ja noch ein bisschen wärmer, aber auch ein bisschen viele Menschen auf der Straße. Lange Rede, gar keinen Sinn. Diese Liefermentalität, diese Servicementalität, die muss zur Gastgebermentalität hinzukommen. Ob Sie wollen oder nicht, Sie können sich gerne das alte Schaukelpferd zurückwünschen, das Karate mal beschrieben hat, aber ich glaube nicht, dass Ihnen das hilft, wenn Sie in ein neues Geschäft steigen. Sie müssen sich an diese neue Servicementalität auch gewöhnen. Und das ist meine langfristige Botschaft eigentlich und das ist etwas, was wir in vielen Branchen immer mehr feststellen und das ist die Last Best Customer Experience. Und natürlich werden Sie heute noch Nachsicht erleben, wenn Sie Ihren Kunden beliefern. Aber mit der Zeit wird er Sie vergleichen mit dem, was er an der letzten besten Experience bei jemand anders, ob es Zalando, ob Starbucks. Manche reden auch vom Ritz-Carlton. Erleben werden Sie genau auch auf den Kundenkontakt mit Ihnen umlegen. Und damit wird die Last Best Experience in der Zukunft die Minimum Expectation, mit der Sie rechnen müssen. Stellen Sie sich darauf ein, dass die Kunden in der Zukunft fordernder sein werden, als sie es bisher waren. Und zwar in dem globalen Vergleich der Services, die der Kunde hat. Damit sind wir bei den typischen Herausforderungen im Direktgeschäft. Und damit möchte ich eigentlich auch schließen und ganz kurz zusammenfassen. Das haben wir uns gerade angeguckt. Stationärer Hauptvertriebskanal ist nur reduziert nutzbar. Deswegen müssen wir neue aufbauen. Dazu sind neue Herausforderungen. Das sind Herausforderungen mit neuen Fähigkeiten. Wir haben diese Checkliste erarbeitet. Und die Unternehmen reagieren ganz unterschiedlich darauf. Sicherlich gibt es kein Patentrezept, aber lernen zu liefern, die Erwartungen zu übertreffen und dabei das Ganze als ein Servicegeschäft zu verstehen, das scheint für uns die wichtigste Herausforderung zu sein. Und vielleicht noch eine Frage zum Schluss, und das fand ich sehr lustig gestern auf LinkedIn. Wer hat eigentlich nun wirklich die digitale Transformation in die meisten Unternehmen getrieben? Vielleicht tut dieser Virus mehr als unsere Führungskräfte in manchen Fällen. Ich weiß, das ist ein bisschen fies formuliert, aber ich glaube, wir werden aus dieser Krise digitaler und direkter herausgehen als viele andere Unternehmen. Falls Sie das interessiert, sich in den Bereichen weiterzubilden, dann hier ein ganz kurzer Commercial zu unseren Seminaren, die wir starten ab Herbst. Und natürlich werden wir die physisch durchführen, sofern uns das möglich ist und rechtlich sinnvoll möglich ist und sinnvoll ist, werden wir das physisch tun vor Ort hier in St. Gallen dann. Und wenn Sie sich dafür interessieren, finden Sie genügend Informationen bei uns auf der Webpage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich dann jetzt über noch ein paar Fragen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Es war sehr fundiert und aufschlussreich. Magst du vielleicht das Screensharing beenden? Dann. Genau. Einfach auf Stopp, Screen. Wunderbar. Super, also erste Fragen sind schon reingekommen. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können mehr Fragen stellen im F&A oder Q&A-Feld, das Sie da in Ihrem Zoom-Programm sehen. Ich starte einfach gerade mal mit der ersten. Hast du schon Ideen, was es für Lösungsansätze geben könnte für Services, die auch direkt am Kunden erbracht werden? Coiffeur, Baustellen, Reparaturdienste. Habt ihr da schon Einsichten? Naja, das Erste, was ich höre, ist von einigen Chefs in den Restaurants, wenn ihr wollt, komme ich auch zu euch nach Hause kochen. Also es ist auch nicht gerade selten, dass ein Friseur mal nach Hause kommt, um die Haare zu schneiden. Das macht man bei älteren Kunden vielleicht, aber vielleicht kann man das dann auch wirklich als Serviceangebot ausbauen und damit einfach wirklich die ganzen Grenzen überspringen. Das muss natürlich jetzt im Rahmen von Corona und Covid wieder anders angepasst werden. Aber da denke ich, gibt es schon einiges, was man dann aus einer ambulanten Situation vielleicht rausmachen kann. Mhm. Fragt gerade jemand, gibt es auch Tipps für Zahnärzte? Die können ja nicht einfach nach Hause kommen. offen bleiben. Ja, also ich habe das gerade in Deutschland gelernt, dort müssen die Zahnärzte sogar offen sein. Und das andere wäre halt, dass man wirklich telefonisch Termine vorher vereinbart und ganz konsequent nur wenige nimmt und sich dann überlegt, wie man mit dem Risiko auch umgehen kann. Aber ist ein Ärzteberuf, ja, da kann man sicherlich dann über eine gute Plattform vielleicht einiges regeln. Mhm. Und
Und siehst du Unterschiede eigentlich im B2C und B2B-Geschäft oder ist die Mechanik da ganz ähnlich? Das ist ganz lustig. Also viele von den Gastrobetrieben haben ein B2C-Geschäft, das ist das Restaurant, und B2B sind dann Events, die sie beliefern, und das machen sie schon seit Jahren. Deswegen haben sie auch häufig eine Infrastruktur wie einen Wagen zum Ausliefern und dergleichen. Ich glaube, dass das Ganze etwas ist, was B2B und B2C jederzeit auf beiden Seiten betreffen kann. Wobei viele wissen das schon, ich kein großer Fan von B2B oder B2C bin. Ich glaube, das fließt sowieso demnächst alles in eins. Weil am Ende ist es ein Mensch, der das Ganze entscheidet. Aber ich würde da gar nicht mal mehr so große Unterschiede machen. Wichtig ist, dass man sich fragt, wo finde ich denn einen Touchpoint beim Kunden, an dem ich auch anknüpfen kann? Also welche Kunden kann ich wie auch wirklich ansprechen? Und hast du irgendwelche Tipps für Messe oder Kongressanbieter offline zu online, zur Kundenansprache? Wie können die ihr Geschäft weitertreiben? Gibt es da schon Beispiele? Ja, ich glaube, da ist schon mal der große Schritt, dass man versteht, dass online und offline eigentlich beides ist. Ja, also es gibt ja kein online oder offline mehr, das merken wir ja gerade. Und sich dementsprechend eigentlich auch die Frage stellt, wie man digital Inhalte vermitteln kann, die man normalerweise nur auf der Messe vermittelt hat, also Produktpräsentationen, exklusive Gespräche vermittelt, beziehungsweise ja eigentlich die Fläche durch Dialoge im digitalen Feld dann übersetzt. Danke. Eigentlich wäre unsere Zeit schon um, aber es sind noch sehr viele von Ihnen dabei. Ich denke, wir nehmen uns noch 5 Minuten. Wer dabei bleiben möchte, kann das ja einfach tun. Wer jetzt einen Anschlusstermin hat, kann sich dann einfach die Aufzeichnung anschließend ansehen, die wir natürlich zur Verfügung stellen. Das hatte ich am Anfang noch vergessen. Markus, wie siehst du es im Eventbereich und der derzeitige Aktionismus von Theatern und Opernhäusern, die auch ihre Produktion jetzt einfach gratis teilweise zum Streaming zur Verfügung stellen? Ich sehe das mit gespaltenem oder mit zwei Brillen oder gespaltenem Brille. Das eine ist, ich finde es natürlich toll, wenn man den Content auf einmal zugänglich hat. Die Frage ist, wie man denn den dauerhaft zugänglich macht. Und ich glaube, dass das momentan aus einer öffentlich-rechtlichen Perspektive sicherlich etwas ist, was man liefern kann und liefern sollte, dass man also dem Kunden auch wirklich den Zugang bietet. Wenn ich jetzt ein professioneller Anbieter bin, dann würde ich entweder an der Qualität was machen, das Speichern erschweren, dass das nicht jedem gelingen kann, beziehungsweise auch darüber nachdenken, wie man mit den Leistungen, die man jetzt bietet, eigentlich den Kunden motiviert, dann auch später wieder in die Oper zu gehen. Also für mich wären das Dinge dann für Nichtkunden zum Beispiel. Ich glaube auch, dass viele Opernfans sich das gar nicht antun, am Fernseher dann zu sitzen und das Ganze anzugucken. Aber damit Nichtkunden zum Beispiel zu gewinnen, halte ich für eine sehr schlaue Sache. Und warum nicht dann irgendwann, und Montreux macht das zum Beispiel, Montreux Jazz Festival gibt jetzt 25 neue, alte Konzerte raus, da werden die Platten gekauft und die Musik downgeloadet. Da bin ich mir fast sicher, das geht alles ins Streaming hinterher, weil da teilweise Sachen dabei sind, die einen wirklich begeistern können, weil man die noch nie gesehen hat. Also da muss man immer gucken, wie exklusiv man sein kann und wie das auch ein anderes Geschäft fördert. Aber einfach nur mal reinstellen, wie früher die Zeitung, würde ich nicht machen, sondern ich würde mir überlegen, was ist der Gegenwert, den der Kunde mir dann auch bieten kann. Danke. Was glaubst du denn, wie wird sich das Kundenverhalten langfristig ändern? Wahrscheinlich wird dann im Sommer oder Herbst nicht alles back to normal sein. Werden Kunden dann später generell mehr abstellen? Naja, also A ist die Glaskugel. Ja, da bin ich immer ganz vorsichtig, weil ich nämlich nicht glaube, dass wir das heute schon so abschätzen können. Und die Kameraden, die da hingehen und mir erzählen, dass das wird das alles ganz anders sein, da müssen wir mal abwarten. Das wird eine subtile Veränderung sein. Und das haben wir in den letzten Jahren der Krise auch immer wieder gesehen. Also, dass Menschen Turnschuhe getragen haben nach 9/11 in New York, um schneller rennen zu können, hat ewig gedauert, bis es Puma gemerkt hat. Ich glaube auch, dass die Veränderung des Kundenverhaltens nach der Subprime-Krise etwas ist, was sehr subtil sich abgespielt hat. Und ich glaube auch, dass wir jetzt ganz bestimmte Veränderungen sehen werden, die uns gar nicht mal so auffallen, sondern die dann einfach selbstverständlich sind. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, kriege ich das nicht auch online für viele oder im Direktkontakt, für viele noch normaler wird, als man sich das vorstellen kann. Was man dann halt spielen muss, das ist diese Multi-Channel- oder Omni-Channel-Klaviatur, dass ich on- und offline dann wirklich irgendwann so gut verknüpfe, dass es eigentlich egal ist, wo mein Kunde aufschlägt, sondern eigentlich ich auf allen Kanälen für den Kunden auch vorhanden sein kann. Und deswegen treibt das eben mehr eine Transformation als jetzt zum Beispiel irgendwelche internen Initiativen oder Prototypen. Deswegen ist vielleicht Covid-19 wirklich einer der größten Treiber für eine digitale Transformation in der Gesellschaft. Mhm. Danke. Es gibt hier einige Fragen, die kann ich, glaube ich, zusammenfassen.
Wie können Berater mit der Krise umgehen? Wie können Sie Ihr Geschäft überhaupt weiterführen? Wie wir das gestern gemacht haben, wir haben uns online getroffen und das vorbesprochen. Und wenn ihr, aber es nimmt einem keiner die Challenge ab, zu wissen, was der Kunde für eine Frage hat oder was er für Probleme hat. Ich glaube, dass man heute schon alleine den Kunden damit helfen kann, denen zu sagen, was sind digitale Möglichkeiten, die du in deinem Geschäft einsetzt. Aber das ist ein Dialog, den ich führe. Und ob ich den jetzt über Zoom führe oder meinetwegen über einen Skype-Call oder dergleichen, der Content ist wichtig. Und was sicherlich möglich sein wird in Zukunft, sind virtuelle Workshops. Ich merke es mit meinen Studenten. Ich unterrichte eine Klasse, in der wir nur Cases teachen. Ich habe noch nie so spannende Diskussionen gehabt. Die waren im Klassenraum mit derselben Klasse nicht so spannend, wie sie jetzt online sind. Das klappt komischerweise besser. Vielleicht sitzen die alle am Strand und haben Spaß, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall merkt man schon, dass das auf einmal Möglichkeiten eröffnet, die wir nicht unterschätzen sollten. Mhm. Danke, Markus. Vielleicht eine letzte Abschlussfrage noch. Wir können natürlich nie alle Fragen beantworten, leider. Du hast vom Failure-Mindset gesprochen. Ja. Wie bringen wir das denn am besten in unsere Schweizer und deutsche Arbeitswelt rein? Und wie verfallen wir auch nicht gerade wieder in alte Verhaltensmuster nach? Also das ist ganz lustig, wenn ich mir so angucke, was hier an Projekten im Gastrobereich in Zürich läuft oder wer sich da was getraut hat. Das waren alles unternehmerische Menschen, die gesagt haben, komm, wir müssen jetzt was ausprobieren. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann werden wir es nie machen. Die hatten das auch teilweise schon vorher im Kopf und haben das ewig vor sich hergeschoben und gesagt, komm, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir es machen müssen. Und die sind sich im Klaren darüber, dass das nie ohne Probleme funktionieren wird. Wenn wir es nämlich unternehmerisch angehen, dann ist das Failure quasi ein Lernprozess, den wir auch haben. Und gerade momentan ist es die beste Zeit, einen Fehler zu machen und vielleicht nicht völlig auf die Schnauze zu fallen, weil es einem nachgesehen wird. Und dementsprechend kann ich eigentlich immer nur ermutigen, das Ganze auszuprobieren und nicht zu warten, bis irgendwie alle das schon gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass das ein guter Zugang ist, momentan auch diese Mentalität bei den Mitarbeitern zu erzeugen. Aber man darf es halt nicht wieder in Projektskizzen und Geldprozessen und Entscheidungsphasen, sondern einfach mal, sorry, wenn ich sage, quick and dirty anfangen. Und dann wird sich das schon weisen. Mhm. Wir werden also alle sehr agil in der Krise jetzt. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Markus. Sehr toll zu sehen, wie ihr euch auch im Institut wirklich Gedanken macht, jetzt in der Krise, um die lokalen Unternehmen zu unterstützen. Ich hoffe, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, konnten profitieren. Die Aufnahme werden wir dann auf unserer Website zur Verfügung stellen. Weil wir jetzt fast jeden Tag ein Webinar haben, möchte ich Sie nicht mit zig E-Mails oder noch mehr E-Mails bombardieren. Deswegen werde ich das Follow-up gesammelt verschicken. Wenn Sie jetzt ganz dringend die Folien brauchen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, dann bekommen Sie die vorab gesondert. Ansonsten haben Sie bitte noch ein bisschen Geduld bis zur nächsten Woche. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie morgen oder in den nächsten Tagen nochmal sich einwählen. Markus, hast du noch letzte Worte? Nee. Wenn es weiter Interesse am Kontakt gibt, wie gesagt, wir werden das alles auch bei uns auf der Webpage finden. Wir werden auf LinkedIn auch heftig kommunizieren zu dem Thema weiterhin. Wir werden das auch weiter ausbauen und vielleicht ein bisschen fundierter noch was einiges nachweisen können, gerade an diesen Erfolgsvariablen, da werden wir dran arbeiten. Ich wünsche Ihnen sonst alles Gute, bleiben Sie gesund und ja, man trifft sich immer mehrmals in der Schweiz. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Genau. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund und gute.